Meinst du, das bringt dir jetzt was, oder was? Meinst du, das bringt dir was, hä? Meinst du nicht, dass das gerade von dir uncool war? Nee, meinst du, das ist irgendwie eine Chance gegen meine Schneebälle, oder was? Hä? Und Leute, Fortnite hat mal wieder ein Update rausgebracht. Es hat lange gedauert, aber heute ist mal wieder ein Update gekommen. Und die ganze Map ist etwas in Schnee eingehüllt, noch nicht ganz, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Und ein paar alte Sachen von früher sind zurück, wie zum Beispiel die Schneemänner oder Schneebälle, wie ihr sehen könnt. Zwar sind die jetzt nicht von früher, aber die sind jetzt neu dazugekommen, die Schneebälle. Und die Schneebälle haben eine besondere Technik, Leute. Und zwar können die jemanden im One-by-One einfach zerfetzen. Sprich, er ist eingebaut und wir werfen einen Schneeball drauf und es trifft ihn einfach durch die Wand. Und genau das wollte ich heute machen. Und ja, Leute, falls ihr mich noch nicht supportet bei Supporter Creator, würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr müsst einfach nur Maxi-Fan geben, so wie es da gerade steht. Und es ist nach 14 Tagen erneuern. Und ich bin Epic-Partner, also sprich, ich krieg Geld, wenn ihr was über meinen Creator-Code kauft. Ich muss es jetzt immer sagen, weil, ja, ihr müsst es nämlich wissen, okay? Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Runde. So, okay, Leute, erste Runde. Wir landen in Lazy Lake und versuchen, Schneebälle zu bekommen und damit Gegner zu killen. Ich weiß nicht genau, wo ich hingehen soll. Ich glaube, ich gehe zu dem Haus. Okay, wir brauchen Schneebälle. Weil es gibt mit den Schneebällen, kann man nämlich durch Wände und so durchwerfen. Beziehungsweise, die machen Schaden durch Wände. Was halt mega geil ist irgendwie, aber auch ein bisschen broken, würde ich mal so sagen. Das heißt, die Schneemänner sind OP. Und das wollte ich heute natürlich ausnutzen, ne? Man kennt mich. Den OP-Ausnutzer 3000. Frag mich nicht, warum 3000, das ist einfach so, okay. Wie viele Big Pots finde ich denn hier? 3 Stück? Cool. Ja, Schneemänner! So, jetzt müssen wir Gegner weak schießen und dann kommen die Schneemänner zum Einsatz. Boah, perfekt, Alter. Nicht in den Rücken schießen. Ah! Oh Gott. Maximal erschrocken. Komm, komm, komm. Was? Ich hab keinen getroffen. Wo ist er? Wo sind die hin? Ja! Easy Pleb, Alter. Kannst du gar nichts. Nein, ich will nicht in den Schneemann rein. Gib mir die Schneekugel. YOLO? Ah! Oh mein Gott, no! Ey, bitte, bitte. Mann! Okay, erste Runde. Da wurden wir komplett gelasert. Ich konnte nichts machen. Egal, wir haben einen Kill schon mal geschafft. Aber ich wollte noch ein paar andere Sachen machen mit dem Schneeball. Noch was Cooles. Eigentlich wollte ich beim Schneegebiet landen, aber das ist mir zu weit weg gewesen. Deswegen dachte ich mir so, komm, YOLO, heute easy, 30 Kills, let's go, Alter. Wir können schon mal eine Montage-Musik anmachen, weil ich werde das richtig hier rasieren. Einen haben wir, einen haben wir. Und wir haben beide. Junge! Schneemann ist nicht OP. Nein, nein. Ist er nicht. Mm-mm. Er ist nicht OP. Ach Junge, die Gegner tun mir richtig leid, Alter. Digga, man lordert es aber aus Tick gerade. Ich brauche aber AR-Kugeln. Wo kriege ich AR-Kugeln her? Ah ja. Komm, Kugeln. Mist, Alter. Ich habe so viele MP-Kugeln, aber komm mal AR-Kugeln. Und kein Heal-Stuff. Nicht gut. Nicht gut. Okay, ihr habt auf jeden Fall schon mal gesehen, dass das Ganze funktioniert. Aber ich möchte das noch ein bisschen besser machen. Und zwar möchte ich gleich auf jemanden draufspringen, während ich die Dinger habe. Ich glaube, dann stirbt er auch. Also, wenn er One-by-One drin ist. Jetzt ist nur die Frage, wo gehen wir hin? Okay, ich sehe jemanden, Leute. Ach, scheiße, ich habe falsch anbekommen. Er sieht mir nicht so aus, als wäre er ein schlechter Spieler. Er springt auf jeden Fall sehr oft. Das heißt, er ist mittelmäßig bis sehr gut. Aber nur Spieler springen nämlich nicht. Vielleicht kann ich den Sniper-Hitmarker geben. Batz! Okay, das war grauenhaft, Leute. Okay, er steht auf jeden Fall. Hit! Hit!
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Hit schon mal. Nein, ich will nicht in den Schneemann rein. Da muss ich hochheilen. Was? Nochmal 80er. Junge, das ist zu stark, das Item. Das ist einfach zu stark. Was soll er machen? Er konnte nichts machen. Junge, Alter, die Gegner tun mir so leid, die ich gerade kille, ne? Alter, keine Chance. Hat der Medkit gehabt? Nee, ne? Aus dem Lagerfeuer. Dann haben wir, holen wir uns kurz nochmal voll. Sprachen lernen, Bubble. So, okay. Ein Key mehr auf der Liste. Gehen wir zum Drop. Wir sind doch in der Sauern, das ist gut. Komm, komm, komm. Gönn ihn. Ja. Komm schon! Warum stirbt nur ich und der andere überlebt, oder was? Runde 3. Mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben am Ende. Das war so unlogisch gerade. Ich hoffe, ich kriege ein Geschenk, weil ich weiß, in Geschenken kriegt man Hunting Rifle teilweise. Das wäre mega geil. Ein Kill haben wir. Irgendwo ist eine Trap. Wo ist die Frage? Wo ist die Trap? Ich kenne Schneemänner, Alter. Dann könnte ich da jetzt genau einen Schneemann draufwerfen und die werden einfach tot. Ach, keine Chance. Sie sind zu sehr eingebaut. Schneemann, wo bist du? Ah, da sind welche. Praktischer Hase. So, Schneemänner ist ein Must-Have, Alter. Medikit nehmen wir sicherheitshalber mit, ne? So, geht doch. Push mal die da vorne. Vielleicht können wir Schneemann-Taktik machen. Die OP-Schneemann-Taktik. Oh, komm. Genau auf mich? Schon wieder? Junge, als ob er weiß, wo ich langlaufe. Ach, komm. Das ist doch dumm, Alter. Digga, willst du mich verarschen? Was soll denn der Kack? Meinst du, das bringt dir jetzt was, oder was? Meinst du, das bringt dir was, hä? Meinst du nicht, dass das gerade von dir uncool war? Meinst du, hast du irgendwie eine Chance gegen meine Schneebälle, oder was? Hä? Du hast keine Chance gegen die Schneebälle! Noob! Jo, was ist das für eine heftige Kiste gerade gewesen? Hä? Hä? Drei goldene Sniper! Also ich bin der glücklichste Sniper ever gerade. Ich würde dir gern zwei mitnehmen, aber... geht leider nicht, Mann! Machen wir eine Tür rein. So. Dann sehen sie die Trap vielleicht nicht, wisst ihr? Gegner gesichtet und... bam! Batz, 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 batz. Er ist low, Leute. Ihr wisst, was das heißt, oder? Schneemann. Schneemann. Da im Wasser ist er. Ah, ich habe ein bisschen weiten Weg. Schneemann. Putz. Hey, Junge, der Schneemann ist einfach zu stark, ne? Okay. Der Schneemann ist legit OP, Alter. Man kann nichts gegen machen, Leute. Ihr seht das ja. Das muss mir jetzt mal jemand erklären, warum er mich da gepusht hat. Warum muss ich immer so hart gegen die Zone kämpfen? Verstehe ich nicht.
Ja, jetzt könnt ihr aber schaffen, die Kiste nehmen und dann mit dem Boot. Bitte Boot fahren. Ja. So, wir sind wieder im Game, Leute. Wir sind im Game, Alter. Let's go. Guten Loot. Gute Mats eigentlich. Ja. Was hält uns auf? Außer vielleicht ein guter Spieler. Nichts? Wenn wir jetzt nur noch so mittelmäßige Spieler abbekommen, dann haben wir einen guten Win, Alter. Mit ein paar Schneeball-Kids. Okay, da kämpfen zwei gegeneinander. Vielleicht kann ich beide mit meinem Schneeball holen. Außer der eine hat den anderen gerade geshotgunnt. Ich glaube, er hat ihn geshotgunnt. So unfair, ne? Und er hat jetzt auch noch Eisfüße. Was gibt es Stärkeres als ein Schneeball? Nichts. Der Schneeball ist der Stärkste im Spiel. Es tut mir so leid, ne? Es tut mir halt wirklich leid. Ja, der Schneeball ist einfach zu stark. Er ist einfach zu stark, Leute. Also man merkt auf jeden Fall, ich habe Spaß. Die Gegner gerade nicht so. Weil irgendwie kennt keiner den Trick, was auch gut so ist. Weil umso weniger Leute den Trick kennen, umso besser für uns, die ihn gleich kennen werden. Mhm. Also, ne? Ihr wisst, wie ich das meine, Leute, oder? Da hätten sie zwei Gegner. Ich sehe sie nicht, ey. Wo sind die Gegner? Och, Mann. Warum musst du denn auf mich schießen? Oh, das war... Das ist kacke. Als scheiß Granatwerfer. Also ich verschaffe mir kurz Übersicht. Also hier unten war gerade einer. Da unten war irgendwo einer. Da hinten ist einer. Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach so reinpushen. Aber der andere hat einen Granatwerfer, okay? Das muss ich taktisch machen. Herr Cutter, bitte taktische Musik einblenden. Oh, ich dachte, er sieht mich nicht. Okay, das war knapp. Mein Ja, bau dich ruhig ein, mein Freund. Bau dich ruhig ein. Let's go! Let's go, Alter! Perfekt mit dem Schneeball das Game beendet, Leute. Wie gesagt, der Schneeball ist einfach insane. Ihr habt es gesehen, die Gegner können sich nicht vor mir verstecken. Die sind in einmal eins drin, denken, ja gut, Bruder, ich kann mich wieder hochrein, aber nichts da. Ich werfe Schneeball drauf, ein nach dem anderen, und der hat einfach keine Chance, sich hochzurein. Also Leute, wie findet ihr den Tipp? Findet ihr mega hilfreich oder nicht? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und Leute,
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Es gibt unglaublich viel und dauert nur ein paar Sekunden. Und wenn ihr jetzt noch mehr Fortnite von mir sehen wollt, klickt einfach rechts auf den Bild drauf, da kommt zum letzten Video. Und links könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht wusstet. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.